So, wir sind ja bei einem neuen Rätsel. Mal gucken, ob wir das jetzt auch irgendwie so schnell hinbekommen. So, was können Sie sonst? Sie können Betty aus der Ferne ausschalten, um von uns diesen Rudel zu retten. Wir brauchen mehr als eine Kreuzigung. Vielleicht liegt er nicht so falsch, weißt du? Andere Gedanken habe ich noch nicht, dass dein Ranch-Kumpel Osthusen irgendwie mit dem Lasso an den Fäden ziehen kann. Worauf wir hoffen können, das Einzige. Falls dieser Fisch beißt, dass wir bereit sind, es wäre besser, Leon, aber jetzt geht besser zur Beweisanalyse. Ich muss jetzt immer gucken, der Entwickler hat mir. Oder mal überdenken wir unseren Ansatz, was wir falsch machen, erledigen wir dies und dann setzen wir uns hin und überlegen. Der Entwickler hat mir ja geschrieben bei YouTube und ich glaube, da gibt es irgendein Problem mit dieser Textzusammenführung, dass die hier durcheinander sind. Ich glaube, irgendwas mit Windows 11 oder was er hier geschrieben hat. Ich habe ja Windows 11, also da muss ich nochmal gucken. So. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Das kennt. Oh, das war zu viel. Genau, hier ist unser Rätsel. Also, Zigarre, denke ich ja, muss ja Kuba sein. Ja, Moment mal. So, wir brauchen ja das hier. Die Knarre plus die zwei Messer ist eine 10. So. Die Knarre plus die zwei Messer sind 10, also ist das hier 16. Warte mal, 16. Ja, da müssen wir natürlich herausfinden. Was ist jetzt ein Messer? Also. Das ist 26. 26 und das ist 10. Also, das ist ja eine 16. Die Frage ist natürlich, was ist dann was hier? Ja, Moment mal, hier ist ja ein Viereck rum. Und da unten auch. Also müsste das hier wieder was anderes heißen. Dann stimmt es ja hier mit der 16 ja schon mal gar nicht. Aber wir können es jetzt einfach mal probieren. Also wir sagen 16. Das muss ja, na, das kann ja auch nicht stimmen, weil hier das Viereck ist eine 10. Dann kann das mit denen schon gar nicht hinhauen, dass das hier eine 10 ist. Tja, wir müssen natürlich jetzt wissen, was sind diese Vierecke? Wie wird das gerechnet? Wir machen jetzt einfach mal hier 6 Punkte. Ich sage jetzt einfach mal 4 Ecken und 2 Messer. Würde ich jetzt mal sagen. 6 Punkte und 4. Dann haben wir hier 4 und 4. 2 und 4. Sagen wir jetzt einfach mal 20 Punkte. 20 minus 2. Sagen wir jetzt einfach mal 18. Und dann müsste das hier.
Jetzt warte mal, das ergibt eine 13. Ja, jetzt machen wir hier einfach mal 11. Und dann eine 4. Sagen wir mal 7 Uhr. Ja. Das ist aber komisch. Drück mal halt einfach mal so durch. Also kann das hier auf jeden Fall schon mal nicht stimmen. Schauen wir mal, welcher Monat wir sind. Wir sind Juni. Also müssten wir auf jeden Fall 6. Monat sein. Also auf jeden Fall schon mal. Das mit diesen blöden zwei Messern. Mit diesem Viereck hier außenrum. Also, ach, das sind ja keine Birnen, das sind ja Galgen. Die drei Schlingen plus zwei Messer plus die Waffe ist 26. Die Waffe kann auf jeden Fall nicht so viel sein, weil wenn wir hier schon jeweils 1 abziehen und die Waffe, dann bleibt ja immer noch 13. Also muss die Waffe wirklich gering sein vom Wert her. Jetzt werden wir mal hier jedes eine 5 geben. 5 und hier eben eine 3 sind 16. Na, da müsste ja die Waffe eine 10 sein. Oder soll das hier 0 heißen dann mit dem Viereck? Ja, es kann auch nicht sein, wenn das dann hier auch eine 0 wäre. Minus 26 wären wir ja im Minus. Komisch. Sechsundzwanzig. Das ist wirklich ein saudummes Rätsel. Wir bräuchten eigentlich diese blöden Messer.
komplett 26. Wie rechnen die das aus? Anhand von was? Anhand von was wird das ausgerechnet? Die Waffe muss ja eigentlich viel mehr Punkte sein, weil ihr seht sie hier unten. Das muss ja. Sollte es dann vielleicht mal 4 gerechnet werden? Jetzt bleiben wir einfach mal bei jedem hat 5 Punkte. Und das jeweils 3. Blöd gesagt. 15, 21. Na, wären das ja 5 Punkte. 5 mal 4 wären 20. Ich kann ja auch nicht hinhauen. Weil so könnte das schon funktionieren. 5, 5 und 3 wären 13. So, aber hier unten mal 4 könnte auch nicht sein, weil dann würde ja hier nicht nur 10 rauskommen. Messer wäre eine 5. 5, 5, 10, 4. Nicht so einfach. Eine 13. Oder wir probieren es jetzt wirklich mit einer 5. 15. Machen wir hier jetzt einfach mal eine 12. Also wenn jetzt hier jedes, ach, Moment, wenn jetzt hier jedes 5 hätte und hier jedes eine 3, wären es ja 6, also dann hätten wir hier eine 9. So, wenn wir hier eine 5 hätten, 10. Machen wir hier mal 5. Also das stimmt auch nicht. Was übersehe ich hier?
glaube aber langsam, dass die Waffe mehr Punkte hat. Zehn. Jetzt werden wir der Waffe einfach mal 10 Punkte geben. Na, es geht ja nicht, da sind ja die. Sagen wir mal 8 Punkte. Das wären 18. Naja, aber jetzt mal blöd gesagt, wenn ja dort diese zwei Dinger schon 13 Punkte sind, dann kann die Waffe nicht wirklich viel Punkte haben. Also das Messer hat nicht viele Punkte, da wäre diese Zahl ja größer. 3. Bleiben wir jetzt einfach mal bei 3 Punkte. Hier hat alles 5. 15, 21, naja, wären 5 Punkte. 1, 2, 3, 15, minus 6 sind 9. Könnten Sie jetzt mal so machen, wir bleiben jetzt einfach mal bei der 9 und drücken jetzt einfach mal jeden Monat aufwärts die Uhrzeit durch. Ganz ehrlich, muss ich jetzt wirklich gestehen, das ist ein ganz blödes Rätsel. Also, dann ist ja unser Tag auch schon mal falsch. Weil Zigarre ist Kuba, also da glaube ich jetzt mal an nichts anderes dran. Also, das ist 13. Kann natürlich auch nur eine 4, eine 4 und 5 Punkte sein. Jetzt probieren wir es einfach mal. 12. Dann wäre das 2. Vier, 5. Da wäre das jetzt nur 4 Punkte. Also probieren wir jetzt einfach mal so. 12 minus 10, Tag 2. Fangen jetzt nochmal ab Monat 6 an. Und hören auf bei 24 Uhr. Ich denke, dass der Tag schon wirklich komplett falsch ist. Ja, ich sehe schon. Also da muss ja wirklich mein Tag schon falsch sein.
Mein Monat wäre jetzt schon wieder fast ein Jahr her. Also, da wären wir jetzt schon nächstes Jahr, weil wir sind ja schon im Juni. Drei, drei, drei. Jetzt, wenn wir einfach mal 3 Punkte machen, sind 9. Und jeweils mal 4 Punkte sind 8. Müsste hier eine 1 bleiben. Also das kann man jetzt so oder so sehen. Wo ich natürlich überhaupt nicht aufgepasst habe, welchen Tag hatten wir bis jetzt überhaupt schon ausgewählt, weil wir könnten ja wirklich jeden Tag so durchdrücken. Würde zwar lange dauern, aber es würde funktionieren. Na, Moment mal, was ich mir jetzt hier unten frage, ist dann hiermit nur eine halbe Pistole gemeint? Also da haben wir den Tag schon vollkommen falsch. Ich glaube schon, nur eine halbe Pistole. Oder sagen wir mal eine halbe Waffe. Wir müssen auf jeden Fall mit den Schlaufen mehr Punkte haben wie mit dem Messer. Weil sonst könnten wir hier eigentlich kein Minus rechnen. Das muss das hier größer sein wie das hier. So, und wenn wir jetzt einfach mal eine 6, 6, 12, 1, 1. Achso, dann können wir keine 12 rechnen, weil dann dürfte hier keine 10 rauskommen. Eine 4, 12. Hier jeweils eine 2, wären wir bei 16, dann wäre das eine 10. Und kann ja auch nicht sein. Also hier gehe ich von einer halben Waffe jetzt aus. Dass das hier kein Bug im Spiel ist, sondern wirklich eine halbe Waffe. Ist hier an den Symbolen irgendwas noch anders da?
Die Messer schauen ja alle gleich aus. Was ist dieses Viereck? Und so, die Waffen, also die schauen ja auch gleich aus. Also ist ja nicht so, dass jetzt ein Bild hier ein bisschen anders da aussieht. Ist alles gleich. Die Striche sind gleich. Also wir hatten Tag 1 und Tag 2. Jetzt probieren wir mal Tag 3. Ich weiß es nicht. Leute, ich kann es euch nicht sagen. Ja, bis wir jetzt hier alle durchgedrückt haben. Ich wüsste ja jetzt anders nicht, wie man das machen soll. Ja, vor allem, wenn wir jetzt mal hier schauen. Das und das ist eine 13. So, dann kann das ja gar nicht so hoch sein hier unten, die Waffe. Ich tippe darauf, dass hier jeweils eins von die Schlinge 5 Punkte hat. Da müssten wir hier ja eigentlich 3 haben. Fünfzehn, 21, dann wären das 5 Punkte. Also ich tippe hier 10. Jawohl, jetzt wenn wir hier mal 6 Punkte geben, wären wir bei 18. Vierundzwanzig, dann wenn das jetzt vielleicht, ach so, weil er hier wieder die Waffe mehr haben müsste. Irgendwas hat es mit diesem Viereck zu tun. Ich weiß nicht, ob dann die Zahl mal 4 gerechnet wird. Wie gesagt, die Waffe kann ich 4 haben. Jetzt würde hier keine 10 rauskommen. Wobei natürlich die Messer auch nur, vielleicht auch nur einen Punkt haben könnten. Dann hätte die Waffe nämlich 9.
Dann mal 4. Es wären dann hier 36 minus 26. Naja, Monat 10. Naja, das könnt ihr auf jeden Fall hinkommen, weil das dann nach dem Tag hier wäre. Was heißen dann diese Punkte hier? Eine 9. Also da müsste das ja eigentlich nur eine 1 sein. Naja, 5, 5 und eine 1. 5, 5 wär eine 10. Minus, achso, warte mal, minus eine halbe Waffe. 10, warte mal, wenn das 9 wären. 15. Dann müsste das ja eine 1. 1. 15, 13. Das kann ja eigentlich auch nicht stimmen. Also das wäre eine 9. 15 sage ich schon. 17 bleibt. Sorry, mein Fehler. 17. Dann haben wir hier jeweils eine 2. Das sind 15, 5. 10. Minus eine halbe Waffe von 9. Geht er die Hälfte nicht? Machen wir einfach mal 7 Uhr. 10 minus. Ne, machen 6 Uhr. Jetzt brauchen wir natürlich unseren Tag noch. Also Monat 10, ich tippe jetzt mal einfach so drauf. Okay, shit, bei welchem Tag waren wir jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 3? Ich glaube schon. Bin ich überfragt? Ich würde lachen, wenn jetzt nur unser Land eigentlich falsch wäre. Das kann aber eigentlich überhaupt nicht sein. Werden wir schon hinkriegen, Jungs. Keine Angst. Wie gesagt, wir brauchen ja mit den Tagen, weil wir da bis 31 hoch müssen. Vor allem, ich weiß auch nicht mehr. Jetzt müssen wir uns mal merken. Wir gehen jetzt hier bis 14. Und dann immer einen Tag eine Stunde mehr. Also jetzt 15. 16, 17, jetzt müssen wir 18 gehen. Ah, wir haben's. Die beiden klingen schlimm. Ich fürchte, wusste ihr davon im Voraus oder haben sie es gemacht? Die Frage ist, ihr letzter Hinweis war mit dem Flugzeugabsturz im Pazifik verbunden. So, jetzt wartet mal. Also, dann hatten wir hier recht. 9 Punkte mal 4 sind 36.
Minus 26. Also die 10 war auf jeden Fall richtig bei uns. Aber wie kommen die hier auf 9? Da müssten das ja hier eigentlich. Jetzt warte mal, 9 Uhr. Wenn das 9 Punkte sind. Ach so, das ist ja wieder, ist ja keine ganze Waffe. Oder mehr als eine Waffe. Jetzt sagen wir halt einfach mal, das sind 5 Punkte. Eine 14. 7, 7. 7, 7. Okay, jetzt machen wir mal. 7, 7, 14. Das kann aber auch nicht sein. Leute, ich habe keine Ahnung, wie dieses Rätsel. Das war jetzt reines Glück hier. So ein Scheiß. Wir haben auf jeden Fall den Fall gelöst. Gehen wir mal schnell ins Telefon. Judenpolizei spielte dabei eine große Rolle und ich muss sagen, viele gute Menschen verließen damals dieses trostlose Tränental. Um sie zu zerstreuen. Gestapo-Offizier. Jetzt bin ich einmal gespannt, ob wir ihn jetzt gefangen nehmen. Weil sie sich stark wehren, sind sie schon schwach. Wenn die Menschen knapp über die Runden kommen, die Dinge ernsthaft in Ordnung zu bringen. Es besteht keine Notwendigkeit. So. Können wir. Ach so, halt, da sind wir dann im Menü. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt hier auf Schließen gehe, passiert nichts. Ja. Wollen wir das jetzt schnell noch machen? Das haben wir eigentlich, glaube ich, schon ewig gespielt. Nee, Leute, ich würde sagen, wir verbleiben jetzt erstmal hier so. Das Rätsel hat jetzt lang genug gedauert. Wir werden dann in der nächsten Folge genauer hier weiterspielen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.